frisch ausgeschlafen. Gleich an den Zapfhahn. Wir haben Gerstenwein. 6 Stück. Der macht jetzt nur Feuerwiderstand. Du erleidest weniger Schaden durch Feuer. Okay. Noch mehr davon. Ich denke, wir brauchen nur 2 oder so dabei. Ja, tu es hier mit rein. Ja, nehmen wir die 2. Können wir noch Heiltränke anschmeißen? Blutsäcke, Himbeeren, Honig und Löwenzahn. Wir haben keine Blutsäcke. Wir haben 4 Blutsäcke. Ein davon. Man merkt, dass wir nicht mehr in den Graslanden und so viel unterwegs sind. Was war das letzte? Distel? Honig. Honig haben wir. So, die letzten Heiltränke. Ich hoffe, da gibt es noch andere Rezepte. Sonst muss Ash halt sammeln gehen zwischendurch. Was macht unsere Zwirnherstellung? Wir haben 7 Zwirn hier. 28, das reicht nicht zum Aufstufen. Wir brauchen 30 pro... 30 pro Gegenstand. Ne, dann kann das alles hier bleiben. Essen, frisch essen. Ein bisschen reparieren. So. Knochenwanze ist auch bereit. Wir sind entspannt. Warum wollen wir nicht? Wir wollen zu dem ganz neuen Portal hier. Jaklus. Durch die Ebenen sollten wir recht gut durchkommen, ohne größere Probleme. Das heißt, wir gehen jetzt einfach Richtung... Oh, das ist auf der anderen Uferseite. Ja, trotzdem lassen wir das Portal mal hier. Dann haben... Ihr habt ja gerade was ganz Großes hinter dem Hügel gesehen. Was war das? Wir müssen die Jaklus noch markieren. Das Portal. Das wäre Portal. Jaklus. Also ich könnte mich echt... Das ist da eine Hand, die aus dem Boden ragt. Oh, Teer. Also gut und schlecht. Ja, komm, schnell, schnau. Ah. Gut, einer ist weg. Zweiter ist weg. Danke, dass du genau auf mich aufgesprungen bist. Das ist sehr gut. Weg von dem.
Also wir haben eine neue Teergrube, das ist gut. Wir haben aber auch eine neue Teergrube, das ist nicht gut. Oh, die ist gerade im Weg und ich habe keinen Bock, das durchgehen. Da ist es schon wieder gewesen. Ah, das sind die Teergruben. Sieht sehr komisch aus. Aber ich glaube, wenn wir die Teergruben zum ersten Mal aus der Distanz sehen, dann blähen die sich einmal so auf wie eine Blase und fallen dann in sich zusammen. Mit der schweren Rüstung hier können wir halt nicht ordentlich weglaufen. Probier's trotzdem mal. Ja, lenkt euch gegenseitig ab, das ist sehr gut. Und es ist eine Hand. Und in der Mitte der Hand wird dann das Portal oder Ritualding sein. Hinten ist noch ein Dorf, das man plündern könnte. Das ist eine komische Steinstruktur, die hat man noch nicht gesehen bisher. Das mal rausfinden, was wir brauchen zum Beschwören. Fünf. Und seine sterbende Seele wurde aufgespalten und unter den Seinen aufgeteilt. Opfergabe unvollständig. Fünf Stück. Ah, natürlich. Diese kleinen komischen Statuen. Die wurden aufgeteilt. Ja, dann machen wir doch mal. Ich glaube, wir haben schon zwei davon zu Hause. Hier ein wenig auf. Auch wenn wir das Metall abermals nicht mitnehmen können. Aber das können wir dann irgendwo in eine Kiste packen. In der Nähe vom Portal. Und später abholen. Das sind einige. Es geht echt gut mit der neuen Rüstung. So lange, bis ein Zeher von denen kommt, ne? Gerade wenn sie zu zweit kommen, werden die ein Problem. Schlimmer als du. Kein Kram. Oh. Ich
Alleine gehen die echt zu zweit. Also zwei von denen wären ein Problem. Teamwork scheint aber nicht deren Stärke zu sein. Also sacken wir das ganze Gold ein, das wir nicht brauchen. Und gucken uns jetzt vorsichtig hier um. Wie viel haben wir schon? 19 schon. 20. Hinten ist ein Schamane. Er hat einen Stab. Ja, mit dem Schädel an der Spitze. Also vielleicht aus Trophäen. Mit gutem Holz. Diesem Yggdrasil-Holz. Brechbären dabei. Ist das relevant oder was ein Zufall? Großer kommt, aber der scheint nicht so gut gepanzert zu sein wie der erste Berserker. Wir sind hier umspannt. Oh, Wölfe kommen. Das wird wieder Chaos. Ja, ihr macht das schon. Das Ganze jetzt für eine Statue irgendwo. Zerlegen ihre eigenen Hütten. Ja komm, Todeskitos noch, vielleicht noch ein paar Teerschleime, warum nicht? Eine Möwe guckt zu und interessiert das überhaupt nicht. Deine Hütte kaputt ist okay. Wenigstens kriegen wir Fleisch. Holz kann hier bleiben. Nee. Heiltrank. Den Boss werden wir eh nicht in allzu naher Zukunft machen können. Weil wir die ganzen Statuen brauchen. Also können wir ruhig den Trank benutzen. Wir können ruhig den Wanstsegen aktivieren. Und dann hier alles töten. Ich habe bisher übrigens noch keine einzige Statue gesehen. Nur mal so fürs Protokoll. Jagd ist vorbei. Vorsichtig. Lachs nehmen wir gerne mit, lassen dafür Goblin-Köpfe hier.
Metall sind wir auch bald voll. Hm? Zähne brauchen wir nicht unbedingt. Die Wolfsköpfe brauchen wir nicht unbedingt. Das ist ein Bett. Oh, überladen, ja. Okay. Ich hätte schon sehr gerne alles an Fleisch dabei, was sich irgendwie finden lässt. Läufst du weg? Ja, ich hatte irgendwie so einen Ritualplatz oder ähnliches erhofft, dass wir da dann diese Statuen finden. Wir haben hier noch eine Kiste. Die gucken wir uns dann gleich mal an. Trinkst zu viel? Ja. So. War die Kiste? Oh, noch mehr Flachs. Da ist die Kiste. Wow. Okay. Das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Hacken wir mal einfach nur, was können. Noch ein, zwei von deren Türmen kaputt. Ja, da guckst du, ne? Und zerstörst deinen eigenen Turm. Komm gleich auch zu dir. Den Pfosten noch. Und soll das nachher noch rein crashen? Ja, das hat jetzt nicht wirklich gebracht, aber es tat trotzdem gut. Dann. Da ist nochmal eine Schleimgrube. Teer. Das ist nicht die gleiche, ne? Nein. Ja, na gut. Es geht nach Hause. Wir bauen irgendwo davor eine Kiste auf. Um das ganze Erz reinzubappen. Also wir können mit dem Boot theoretisch... Oh. Man könnte von hier aus mit einem Boot theoretisch nach Hause fahren. Es würde nur sehr lange dauern. Und man muss Schaben ausweichen. Und solchen Dingen. Da ist noch ein Dorf. Ich mache hier mal ganz kurz hier grob. Warte. Dorf, aber ich streiche es gleich durch. Und dann hier noch ein Dorf. Also durchgestrichen, weil wir halt da nach diesen Statuen gesucht haben. Bin mir halbwegs... Ne, das T ignorieren wir. Bin mir halbwegs sicher, dass wir zwei Statuen haben. Das heißt, Ash wird jetzt die Dörfer, in denen wir schon mal waren, noch ein bisschen durchgucken und halt Schwarzmetall mitnehmen. Vor allem auch die, die bei uns in der Nähe sind. Wir haben ja noch eins direkt neben unserem Lager, also östlich ein paar Schritte, wo in die falsche Richtung gegangen sind. Das mal genauer angucken und sonst kleine Reisen machen von diversen Portalen aus, in der Hoffnung, mehr davon zu finden. So, wir erstmal einen Weg nach Hause finden im ganzen dunklen Sapsch. Also man kann sehen, das Ufer ist nicht weit. Trotzdem ist es unangenehm. Und wir hatten hier irgendwo einen guten Weg mit Sandbänken, ne? Das hier vielleicht?
Hier schaut es gut aus. Man kann nämlich die Pflanzen aus dem Boden rausragen sehen. Alles ruhig. Wird zwei Schnaufen. Wir brauchen nicht mal eine Kiste bauen für das Metall. Wir finden das so schnell wieder bei den ganzen Goblin-Horden. Patsch. Ich mach's trotzdem. Vielleicht brauchen wir ja später hunderte von Schwarzeisen, um irgendwas Besonderes zu bauen. Nicht genug Holz. Ja, jetzt haben wir genug Holz. Und dich. Kein Platz im Inventar, achso. Krieg. So, dann zeigt mal her, wie viele Statuen es sind. Vielleicht haben wir auch Glück und es sind doch schon mehr, aber ich denke nicht. Unter Schätze fallen die, denke ich mal. Also müssten die hier mit drin sein. Ja, zwei Statuen. Fuling Totem. Kanalisiert die uralten Kräfte Jagdluts. Ja, das klingt sehr. Klingt sehr danach, dass es das ist, was wir suchen. Hier kriegst du schon mal neuen Flachs. Den mussten wir nicht mehr anbauen. Was das Ganze gleich doppelt angenehm macht. Essbar. Zähne, Leder, Leder. Ja, wir haben jetzt 60. Sehr schön. 60 und ein bisschen Eisen. Dann können wir jetzt die Rüstung aufstufen. Aufwerten. Gepolsterter Brustpanzer. Nein, ich habe... wieder getan. Max-Qualität. Okay, also vierte Stufe ist höchste Stufe, das können wir uns schon mal merken. Und wir haben ein Backup. Backup-Panzer, falls was schief wird. Das ist alles geplant. Also wir haben jetzt ein Backup-Panzer mit 26 Rüstungen, ein Backup-Panzer mit 22 und ein Backup mit 20. Es ist immer gut, Auswahl zu haben. Heißt, es fehlen jetzt aber nur noch 40 Zwirn. Dann sind wir mit den Rüstungen fertig. Das wir hätten vielleicht doch kein so ein riesiges Flachsfeld gebraucht. Weil es sind jetzt 40 gerade in dem Spinnrad. Dann fehlen also nur noch 20 und wir haben mehr als 20 Flachs jetzt schon. Teppiche, Dekoration, überall Flaggen auf der Karte verteilen. Mal gucken, irgendwas fällt uns damit schon ein. Außerdem sieht es auch ganz gut aus mit den beiden Feldern hier. Ja, dann jetzt ab in die Haie. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, hat Ash hoffentlich genug Statuen. Weil wir ja schon demonstriert haben, dass die Dörfer nicht wirklich ein Problem sind inzwischen.